Ja, wir hatten uns angeschaut, wie man das Grundmuster einer Gliederung, Einleitung, Grundlagen, Hauptteil, Schluss mit spezifischen Überschriften etwas, ja, Inhalten näher zum Ausdruck bringen kann. Und zum Formulieren dieser spezifischen Überschriften fehlen einem manchmal die richtigen Worte. Dabei ist es häufig recht einfach. Es gibt nämlich sogenannte Signalwörter beim Vorgehen des Formulierens dieser spezifischen, inhaltsspezifischen Überschriften. Und ich habe hier mal in einem sehr schönen Buch zum wissenschaftlichen Schreiben bei Kornmeier, Wissenschaftliches Schreiben leicht gemacht, ein paar von diesen Signalwörtern herausgeschrieben oder möchte sie jetzt hier herausschreiben. Ja, tragen wir die mal so ein bisschen zusammen. Also man könnte praktisch die Rahmenbedingungen beschreiben hinsichtlich eines untersuchten Gegenstandes, dann spricht man von Anforderungen, Bedingungen, Kriterien. Oder Voraussetzungen. Auch jedes dieser Signalworte bringt schon fast eine Überschrift für sich. Ja. Oder man klassifiziert einen Sachverhalt, dann könnte man von Arten, Ausprägungen oder Typen sprechen. Oft auch das Wort Dimensionen von irgendetwas. Letztendlich sehr übersichtlich und ausdrucksstark sind auch immer Chancen und Risiken, wenn wir denn die Konsequenzen aufzählen, die sich aus einem Sachverhalt ergeben, wenn wir einen Sachverhalt beschreiben, Eigenschaften und Merkmale. Wenn wir ja schon einen Sachverhalt einschätzen, könnten wir von Erfolgsfaktoren oder Determinanten sprechen. Wenn wir Schlüsse ziehen, könnten wir von Folgerungen oder Konsequenzen sprechen. Wenn wir etwas diskutieren von Möglichkeiten oder Problemen. Wenn wir die Motivation beschreiben möchten von Motiven oder Zielen. Oder von Ursachen und Hintergründen. Und sehr häufig kann man auch etwas vergleichen. Oder etwas erstellen, eine Konzeption. So ähnlich wie Chancen und Risiken hinsichtlich der Ergebnisauswertung könnte man natürlich auch von Vorteilen und Nachteilen sprechen. Das soll gar kein vollständiger Katalog sein, aber ein Blick in diesen Katalog kann einem schon sehr weiterhelfen, eine sehr individuelle Überschrift zu formulieren. Und trotzdem hat man einen gewissen Rahmen von Wörtern, die
hinreichend genau, aber trotzdem wiedererkennbar sind und bei Lesern eben auch schon eine Assoziation hervorbringen und auch sich auch inhaltlich einordnen lassen, was, welchen Aspekt eines Untersuchungsgegenstandes man gerade betrachtet. Wie diese Worte dann zu Überschriften werden, können wir uns an einem Beispiel des vorangegangenen Videos auch mal anschauen. Da hatten wir ja ein paar Überschriften formuliert. In der Einleitungsüberschrift ging es um die Bedeutung chinesischer Investitionen für Kambodscha. Mal gucken, ob hier Bedeutung mit bei ist oder dieses Wort gerade nicht. Bedeutung habe ich nun gerade nicht dabei. Wo könnten wir das hier unterbringen? Passt nicht ganz, aber ich würde es mal irgendwo noch dazu schreiben. Wäre also auch noch eine Idee, dass man etwas von einer Bedeutung spricht. Und dann Hintergründe. Gucken, ob wir das in unserer Aufführung haben hier. Hintergründe habe ich, glaube ich, geschrieben. Das steht direkt darüber. Konsequenzen. Steht da. Konzeption haben wir auch geschrieben, war hier. Folgerungen und Chancen und Risiken. Wir sehen also, mit unseren 6 Überschriften haben wir schon in diesem Katalog uns gut bedient und er hat uns schon weitergeholfen hinsichtlich des Beispiels, was im vorangegangenen Video besprochen wurde, themenspezifische Überschriften zu formulieren.